Unser Ziel war es, einen Süßigkeitenautomaten zu bauen. Unser Produkt ist in der Lage, durch das Drücken eines Knopfes Süßigkeiten auszuwerfen. Wenn man den Taster drückt, bewegt sich der Servo so, dass die Süßigkeiten aus dem Loch in der Schale auf die Rutsche fallen und somit zur Öffnung gelangen. Nebenbei leuchtet ebenfalls eine Lampe im Innenbereich, welche anzeigt, ob in der Ausgabe Süßigkeiten vorhanden sind. Der Temperatursensor misst die Temperatur im Gehäuse und zeigt sie auf dem LCD an. Durch den Drehpoti kann man auswählen, welche Art von Süßigkeit sich in dem Automaten befinden. Dies wird ebenfalls auf dem LCD angezeigt. Um dies umzusetzen, benötigt man Holzplatten für das Gehäuse. Aus dem Kit benötigt man die LED, den Servo, die LCD-Anzeige, den Taster, den Drehpoti, den Temperatursensor und den Piezo-Summer. Für die Vorbereitungen mussten wir also nur Holzplatten besorgen. Zuerst fingen wir damit an den Holzplatten Leisten zu befestigen. Danach bohrten wir in die Vorderplatte zwei kleine Löcher. Diese benötigten wir für die Kabel. Wir sägten ebenfalls noch ein großes Loch in die Vorderplatte. Nach dem Fertigstellen des Gehäuses bauten wir noch eine Rutsche für die Süßigkeiten ein. Danach waren die Kit-Teile dran. Daraufhin begannen wir zu programmieren. Hier sieht man unseren Programmplan. Als letztes haben wir eine Schale mit einem Loch in der Mitte eingesetzt. Diese wird dann über der Rutsche eingebaut und enthält die Süßigkeiten. Unser Fazit: Wir fanden es sehr interessant, selbstständig und alleine an so einem Projekt zu arbeiten. Unser Problem war nur, dass unser Zeitmanagement nicht ganz hingehauen hat und wir am Ende dadurch halt Zeitdruck bekommen haben.